Minecraft. Minecraft. Okay. Gut, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft, wo wir erstmal wieder das User Interface einschalten und dann. Ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir noch machen hier das letzte Mal? Wollten wir Kartoffeln pflanzen oder wollten wir erstmal gucken hier, wie weit der Rasen sich schon ausgebreitet hat? Das könnten wir machen. Oh, da hinten habe ich tatsächlich noch was aufzusammeln hier, schau mal. Ein paar Stöcke und ein paar... Genau, wir wollten uns eine Axt machen, weil uns hier die Axt kaputt gegangen ist. Das kriegen wir hin. So. Dann können wir gleich von hier anfangen. Haben wir gleich wieder ein bisschen Holz. Ja, ist es nicht schön, unser Haus mittlerweile? Ich meine, man könnte vielleicht auf dieser Seite, könnte man vielleicht noch irgendwie einen Gang reinbauen, hier auf den Berg rauf. Hier vom Dachboden, das wäre vielleicht eine Idee. Die Frage, aus welchem Material machen wir da einen Holzgang hin oder vielleicht einen aus. Dann können wir hier von oben, können wir dann hier das ganze Terrakotta abbauen. Was wir damit wollen, ist eine andere Frage, aber das könnte man dann machen. So. Schauen wir mal. Ich gehe einfach mal nach oben und hau ein Loch in die Wand an der Seite und guck, auf welcher Höhe wir dann sind. Sowieso eine gute Idee, weil es ist gleich wieder Nacht. Dann könnte man mal wieder schlafen. Ist der Systemsound zu leise? Ja, ich habe runtergestellt auf. So. Das ist besser. Ja. Ja, ja, ja. Nur ist gut. Nur ist gut. Okay. Dann gucken wir mal. Welche Richtung war das jetzt? War das hier? Nee. Das ist die falsche Richtung. Da geht's da raus. Okay. Das heißt, ich muss in die andere Seite ein Loch tun. Hier zum Beispiel, mitten in der Mitte. Das sieht doch gut aus. Ja. Wie ich mal hinstellen kann, ist noch so ein Crafting Table. Und dann können wir da gleich eine Tür machen. Damit hier keine Monster reinfleuchen am Ende noch. So. Okay. Ploppen. Thank you.
noch Glas übrig? Wir haben noch Glas übrig. Das heißt, wir können im Dachgeschoss können wir noch ein Fenster an die andere Seite machen. Dann können wir hier rausgucken. So, wie machen wir das? Aha, so. Ja, sieht gut aus. Bis auf das hier, aber das liegt daran, dass hier das Treppenhaus ist. So, was nehmen wir denn da mal? Wir haben hier noch drei von diesen Polished Slabs. Da können wir dann hier können wir auch noch ein paar draus machen. Dann nehmen wir das erstmal. Dann können wir da eventuell noch ein paar links und rechts vielleicht irgendwie so ein Geländer machen aus irgendwas anderem. So, also das ist schon. Dann machen wir hier eine Plattform hin. Und dann können wir das Ganze umzäunen. Dann sieht das einigermaßen aus, wie es soll, glaube ich. Also das waren schon alle. Aber geht. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir Zäune herstellen können. Oder ob wir vielleicht sogar noch was haben. Wir haben noch 11 hiervon, okay. Deep Slate Tile Wall, okay. Deep Slate Tile Wall. Ein paar Brick Walls noch dazu, das sollte reichen. Hin. So, bräuchten wir eventuell noch ein paar mehr oder hier eine Treppe runter, wäre vielleicht auch eine Idee. Erstmal gucken, wie das von unten aussieht. Vielleicht ist es von unten ja ganz furchtbar hässlich und ich muss da noch irgendwie ein paar Stützpfeiler hinhauen. Naja, Vielleicht sollte ich da wirklich ein paar Stützpfeiler hinhauen. Dann brauchen wir also noch mehr von dem, von den Deep Slate Mauern. So, das sollte reichen, sage ich mal, ganz optimistisch. Und dann brauchen wir Sand.
Machen wir da, wo die Fackeln sind, machen wir mal die Pfeiler hin auch. Das machen wir mal an die Wand, damit das nicht das, die schöne Sicht aus den Fenstern irgendwie behindert. So, aber hier, das können wir bis auf den Boden machen. So, da oben auch noch hier. So, wie sieht das jetzt von unten aus? Das sieht schon besser aus. Okay. So. Ja, nicht mehr viele Fackeln übrig, sehe ich gerade. So. So. Jetzt sieht das aus, als ob das einigermaßen stabil steht hier. Das ist doch gut. Und wir haben noch zwei übrig davon. Das ist auch gut. Ist nicht so viel übrig geblieben an Schwund. Das ist immer gut. So. Was machen wir jetzt? Mal das Holz haben wir hier fertig. Hier haben wir... Oh ja, wir könnten noch mal die Herren und Damen Kühe füttern. So, reicht. Wo habe ich da? Habe ich die Bäume hingetan? Sehr gut. Sehr gut. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir noch ein Feld anlegen können. Für Wasser haben wir. Wir haben eine Eisenhacke. Wir brauchen Erde. Und Kartoffeln und Karotten wollen wir anbauen. Sitzt da irgendwas? Nee.
Okay, wie ihr seht, das Skelett brennt gerade von alleine. Da brauche ich mich überhaupt gar nicht mit abgeben. So, jetzt gehen wir mal hier irgendwo hin und graben ein wenig Sand, damit wir hier den rübertragen können zum Haus und da dann noch ein Feld hinbauen. Das war die Schaufel. Okay. So. Und wenn ich den Garten da oben auf das Plateau mache, was, das wäre doch eigentlich eine Idee, oder? Ich meine, jetzt haben wir schon 2¼ Stack Erde. So, und da könnte man jetzt hier die Felder hinbauen. Mal gucken, wie viel brauchen wir denn da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz, ja. Ja, dann bauen wir das hier ab und dann legen wir hier überall Erde hin und bewässern das Ganze und dann haben wir ein prima Feld, das optisch auch sehr schön gelegen ist, erhöht, wo wir dann unsere Kartoffeln und unsere Mohrrüben anbauen. Und solange wir hier oben zu Gange sind, wächst auch auf jeden Fall unten der Rasen, den wir im Vorgarten haben wollen. Also, das ist dann auch deswegen keine schlechte Sache. So, wo machen wir das? Also hier fangen wir nicht an, wir fangen hier an. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Jetzt brauchen wir Erde. Eins, zwei, drei, vier. Okay.
wird bewässert und dann können wir hier alles lustig haken, damit wir hier was einpflanzen können. Okay, das sieht gut aus. Fangen wir mal mit den Kartoffeln an. Ach, was mache ich denn da? So. Das Feld mal nicht sogar reicht für alles bisher. Das heißt, ich kann in aller Ruhe, während das hier wächst, den Rest fertig machen. Das ist sogar auch noch genug Platz, um da einen Zaun neben drumherum zu machen. So. So. Ich könnte vielleicht die Felder unten hier auch hochlegen. Die Weizenfelder. Vielleicht wäre das eine gute Idee. So, schauen wir mal. Ja, 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Ich war übrigens tatsächlich gestern mal im Kino, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Wir haben Dune geguckt und ja, schlecht war der nicht. Ich weiß nicht, ob der alte wirklich so furchtbar war. Ganz ehrlich, ich finde den alten gut. Ich habe die Bücher nie gelesen, weil das ist bei Dune war bei mir das Problem, das gleiche Problem, was ich auch mit Herr der Ringe habe. Ich habe angefangen zu lesen und das war von Anfang an gleich zu lore-heavy, sodass ich überhaupt gar nicht durchgestiegen bin, worum es geht, wer ist und so. Und ich sehe ein, dass im David Lynch-Film ist das alles sehr komprimiert. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt in dem Denis Villeneuve-Dune auch nicht anders. Also sind die gleichen Sachen passiert. Das wurde bloß alles irgendwie, dem wurde mehr Zeit gegeben zu atmen und es ist ausführlicher passiert. Und da sind so zwei, drei Sachen im David Lynch-Film, die mir aufgefallen sind, im Gegenzug zum Denis Villeneuve-Film, wo der David Lynch-Film halt vermutlich mehr Handlung aus dem Buch
zusammen komprimiert hat. Das ist aber an sich kein Problem, weil Film ist ja halt auch ein anderes Medium. Du kannst in einem Film nicht packen, was du in einem Buch in epischer Breite hast. Das funktioniert so nicht. Man muss dann immer irgendwie Abstriche machen. Es ist gut, wenn der Geist des Buches im Film noch erkennbar ist und das Ganze halt nur anders adaptiert wird. Aber das klappt halt nicht immer. Und ich finde, bei dem David Lynch Dune ging es eigentlich noch relativ gut, obwohl David Lynch den ja selber nicht mag. Aber ich weiß nicht, das ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen früher. Jetzt mittlerweile gibt es so viele Filme, auch teilweise bessere Filme, die rausgekommen sind, dass ich gar nicht mehr sagen kann, welches mein Lieblingsfilm ist. Vielleicht wächst man irgendwann aus dem Alter für Lieblingsfilme raus, weil man einfach so viele gesehen hat, dass es unmöglich ist, die alle zu sortieren nach welches ist mein Lieblingsfilm. Also wenn mich jemand nach meinen Lieblingsfilmen fragt, sage ich eigentlich immer noch die ich hatte, als ich 25 war. Das ist eine Weile her. Ja. So, machen wir das hier nochmal fertig. Und dann bringen wir die Weizen. Obwohl, ich habe noch Weizen in der Kiste. Dann lassen wir die Felder da unten, die lassen wir erstmal da. Und nehmen dann hier den Weizen aus der Kiste und pflanzen ihn da oben ein. Und dann eventuell, je mehr Karotten und Kartoffeln wir bekommen, desto mehr werden wir die dann da oben ersetzen. Warte mal, den Ton muss ich nicht mit nach oben wieder nehmen. Nicht in dem Ton. Haha. Ups. Sand kommt hier rein und Orange Tower gehört hier. Kommt hier rein. Gut. Okay, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Okay. Oh, aber ich sollte mal gucken, dass ich meine Pike wieder repariere, weil das ist die einzige Diamantpike, die ich habe. Und Diamanten habe ich auch nicht mehr, oder? Oh, ich habe noch 8. Okay, also... Das geht dann noch. So, machen wir ein B draus. So, sehr gut. Was wir dann auch langsam mal machen können, jetzt wo uns die Pike ständig kaputt geht, ist vielleicht... wie war das noch? Wir brauchen das. Wir brauchen einen Diamanten, glaube ich. Und wir brauchen Obsidian und ein Buch. Wir brauchen ein Buch. Das tut mir jetzt sehr leid, liebe Kühe. Aber wir brauchen ein Buch. Sorry. So, da haben wir 3. Das Problem ist nämlich, für die Bücher brauchen wir Ledereinbände. Das Ganze ist in diesem Spiel nicht vegan zu bewältigen. Und wir brauchen Papier und Papier macht man bekanntlich aus Zuckerrohr. Darum bauen wir hier das Zuckerrohr ab.
Einen lassen wir stehen, damit es nachwachsen kann. Auch da gibt es automatische Farmen, die wir dann irgendwann bauen können. Ich glaube, wir könnten die sogar jetzt schon bauen, aber dann muss ich mich erstmal geistig und auch räumlich darauf vorbereiten, wie wir das machen wollen. So, hier machen wir erstmal Papier. Zack. Und dann machen wir ein Buch. Oder drei Bücher. Und dann... Wie war das noch? So. So. Ich glaube, wir brauchen zwei Diamanten. Brauchen wir zwei Diamanten? Ja, wir brauchen zwei Diamanten. Tatsache. Und wir brauchen gar kein Redstone. Naja. So, jetzt können wir nämlich den Enchanting Table, da wir hier wunderbar Platz gelassen haben, das ist ja alles zu hell. Das ist auch zu hell. Können wir mal hier oben in der Mitte hinstellen. Auf den Dachboden. Den verzauberten Dachboden. Und jetzt können wir theoretisch hier die Pickaxe verzaubern. Aber das geht besser, wenn wir hier noch Bücherregale hinstellen. Und dazu brauchen wir noch mehr Leder, das wir momentan nicht haben. Wir sollten auch nicht zu viele von den Kühen auf einmal ausschalten, sage ich mal. Wertneutral, weil wir die noch brauchen zum Züchten. So, das kriegen wir mal rein. Gucken, ob wir schon wieder ein paar... Okay. Gut. Nein, was machst du da? Du kommst sofort mit. Hallo, kleine Kuh, komm mal. Hier rein. Sehr gut. So. Und immer da hinten laufen noch Kühe rum. Ich gehe einfach mal wieder durch die Wildnis und bringe wahllos Kühe um, damit ich hier das Papier und das lassen wir erstmal behelfsweise hier drin. Das brauchen wir auch nicht. Brot können wir mitnehmen. So, wollen wir schauen. Wo ist mein Messer? Hier. Da hinten laufen Kühe. Nehmen wir doch die. Ja, ich glaube, wir sind auch schon wieder über die Zeit, verdammt. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir Kühe umbringen. So, bis denn und auf Wiedersehen.